Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wieder einmal haben wir vor Augen geführt bekommen, wie hilflos und ratlos die Regierung ist. Anstatt endlich die Unwirksamkeit aller Maßnahmen anzuerkennen und somit auch das Scheitern der gesamten Lockdown-Strategie, kennen Merkel und Söder nur eine Stoßrichtung. Mehr Verbote, mehr Kontrolle, mehr Schikane. Und erneut preschte Frau Merkel vor und möchte unbedingt ein Ausreiseverbot erwirken. Dabei wurde ihr vor einigen Wochen noch signalisiert, dass dies rechtlich nicht möglich sei. Nun wollte sie es trotzdem wieder. Aber mal ehrlich, eine Frau, die in der DDR aufgewachsen ist, ausgebildet wurde, studiert hat, politisch aktiv war, die in den letzten Jahren die Union rigoros geführt hat und gerade konservative Werte zersetzt hat, die es vollbracht hat, die CDU weit links von der Mitte zu positionieren. Darf man da überrascht sein, wenn diese Frau, die uns seit nunmehr einem Jahr unserer Freiheit beraubt, jetzt Ausreiseverbote fordert? Also mal ehrlich, man dürfte nicht einmal überrascht sein, wenn demnächst eine Mauer gegen Corona gebaut würde. Das Ganze ist schockierend logisch und rückblickend absolut einleuchtend. Noch sind wir mittendrin. Mauern gibt es noch keine. Wir haben es noch mindestens einmal selbst in der Hand. Wir dürfen uns nicht an diesen Wahnsinn gewöhnen. Wenn wir ein freies Land bleiben wollen, müssen wir unsere Rechte einfordern. Niemand wird sie uns zum Geschenk machen. Das können wir nur selbst. Aus dem Bayerischen Landtag, ihr und euer Ingo Hahn.